Hallo, ich war vor 2 Wochen in Leipzig und habe mir die Ausstellung Zero Waste im Museum der Bildenden Künste angeschaut. Ich war dort mit meiner besten Freundin Magdalena und mit Lena Fiesbach, eine der beiden Kuratorinnen der Ausstellung. Und die Ausstellung beschäftigt sich, wie der Name schon sagt, mit dem Thema Müll und der Ressourcenverschwendung, die wir verursachen. Die Ausstellung versucht auch an sich, möglichst ressourcenschonend zu sein. Also das wurde auch mit einbezogen, dass eben Arbeiten möglichst nicht um die halbe Welt geschifft werden, dass zum Beispiel die Begleittexte auf wiederverwendbare Pappe gedruckt wurden, dass der CO2-Fußabdruck der Ausstellung berechnet wurde und der soll dann kompensiert werden durch das Pflanzen entsprechend vieler Bäume. Ja, wir haben dann so eine kleine private Führung von Lena bekommen, das war natürlich toll und besonders eindrücklich ist wahrscheinlich eine Arbeit der Künstlerin Zwantje Günzel. Da ist so ein Spielzeugautomat mit lauter Plastikspielzeug, das in den Mägen verendeter Albatrosse gefunden wurde. Das ist schon echt krass. Die Ausstellung geht noch bis zum 8. November. Ich verlinke euch mal 1, 2 interessante Medienbeiträge dazu, dann bekommt ihr vielleicht einen ganz guten Eindruck davon. Und den restlichen Tag haben Magdalena und ich dann ganz entspannt in Leipzig verbracht. Wir sind spazieren gegangen, essen gegangen und am Abend wieder zurückgefahren. Es war ein richtig schöner Herbstausflug und ich muss auch sagen, dass ich sowas seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht habe. Also dieses Jahr war ich 3, 4 Mal zu Hause im Münsterland und ansonsten war ich nur in Berlin. Ich bin gar nicht weggefahren und es war dann schon schön, mal wieder in einer anderen Stadt zu sein. Und ich mag auch Leipzig total gerne. Also wenn ich nicht in Berlin leben würde, wäre das auf jeden Fall eine Option für mich. Und am nächsten Tag bin ich dann direkt weitergefahren nach Hause zu meiner Mutter ins Münsterland. Habe da das Wochenende verbracht und da habe ich dann auch nochmal meine sehr guten alten Freundinnen Lilo und Lilly gesehen. Die sehe ich eigentlich immer, wenn ich in der Heimat bin. Ja, und dann war ich wieder in Berlin und ja, die letzten 2 Wochen waren relativ entspannt bei mir. So, ich habe gerade noch schnell was gekocht und das ist so ein bisschen Resteverwertung. Ich hatte nämlich noch Spitzkohl da, der weg musste, Fenchel, Möhre, Lauch, Zwiebel, Knoblauch. Das war's, glaube ich. Das habe ich in etwas Rapsöl angedünstet. Dann hatte ich noch einen Rest Kokosmilch da, den ich dazu gegeben habe. Und dann habe ich das mit Curry-Gewürzmischung und Paprika und Salz abgeschmeckt. Und ja, darunter ist noch Pasta. Das sieht man jetzt gar nicht, weil da so viel Gemüse drauf ist. Ja, Tagliatelle. Und dann habe ich hier noch rote Linsen-Couscous. Und dann hatte ich noch Schnittlauch da aus dem Garten, den ich eingefroren hatte. Ja, und das lasse ich mir jetzt schmecken. So, ich bin jetzt im Bett. Draußen ist es nämlich total kalt und ungemütlich. Und ich esse jetzt ein veganes Magnum und lese und beantworte die Kommentare unter meinem letzten Video. Ich habe mir gerade eine Riesenschüssel Salat gemacht. Das ist Kopfsalat, Chicorée, rote Zwiebeln, geröstete Kürbiskerne und das Dressing habe ich aus Sesammus, Senf, Balsamico, etwas Wasser und Reissirup gemacht und ja, schwarzer Pfeffer ist auch noch dran. Dazu gibt es noch Trauben und Vollkornbrot mit veganer Butter und roten Zwiebeln. Und dann wollte ich noch mal ein paar Worte sagen zu meinem vorletzten Video. Ich hatte euch erzählt, dass ich WhatsApp und Facebook gelöscht habe und ich vermisse es überhaupt nicht. Ich bin seitdem auch tatsächlich viel weniger am Handy. Und einige waren nämlich ein bisschen irritiert und fanden es nicht logisch, dass ich WhatsApp und Facebook gelöscht habe, aber Instagram behalten habe. Denn diese Plattform ist ja auch extrem suchterregend. Und ich habe in der Vergangenheit schon öfter erwähnt, dass ich so eine Hassliebe zu Instagram habe. Also auf der einen Seite empfinde ich das auch total als Zeitverschwendung und merke, dass ich da oft einfach
ganz automatisch drauf gehe, total sinnlos. Auf der anderen Seite finde ich viele Beiträge inspirieren, weil sie mich ästhetisch ansprechen. Oder zum Beispiel auch inhaltlich, wenn über bestimmte politische Themen diskutiert wird. Deswegen möchte ich nicht komplett auf die Plattform verzichten, aber ich lösche sie immer mal wieder von meinem Handy. Auch aktuell habe ich sie nicht auf dem Handy. Ich nutze sie dann nur über den Browser. Das hat auch den Vorteil, dass einem dann im Feed nicht so viele Profile vorgeschlagen werden, denen man gar nicht folgt. Und da ist dann nämlich das Problem, dass einem Beiträge von Profilen, denen man tatsächlich folgt, dann nicht mehr angezeigt werden. Das ist bei der Nutzung über den Browser komischerweise nicht so. Das wollte ich nur noch mal dazu sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.